Meine lieben Zuschauer hier im Blickwinkel, ich möchte mit euch heute über einen eventuellen Blackout sprechen. Ich finde, das ist eines der wichtigsten Themen unserer heutigen Zeit. Unter dem Video werde ich euch meine Website verlinken, auf der ich eine Checkliste zusammengefasst habe. Könnt ihr euch rauskopieren und ausdrucken. Sollten euch noch weitere Punkte einfallen, die wichtig sind für alle Menschen, lasst sie mich gern in den Kommentaren wissen und ich werde die sondern mit dem absoluten Knockout. Nichts wird mehr funktionieren. Es werden weder Supermärkte noch Tankstellen geöffnet haben. Telefone sind unbrauchbar, denn sie funktionieren nicht. Auch nicht dann, wenn dein Akku geladen ist. Die Masten übermitteln ohne Strom keine Impulse. Gehen wir nur von einem 14-tägigen Blackout aus, dann wird das blanke Chaos herrschen. Deshalb sorge bitte für dich, deine Familie, deine Tiere und auch für andere vor, denen du im Notfall aushelfen kannst. Denn nicht alle Menschen werden sich auf den Blackout vorbereiten. Sie tun es einfach ab, stecken den Kopf in den Sand und werden dann kalt. Überrascht sollte es zu einem Blackout kommen. Die meisten Menschen sind bis dato, und heute ist der 11.08.2022, überhaupt noch nicht vorbereitet. Wasser aus der Leitung, wie du es gewohnt bist, wird ebenfalls nicht mehr fließen. Du kannst dein WC nicht mehr benutzen. Denke deshalb über eine Trockentrenntoilette nach, wenn du in einer Stadt wohnst. Nachfolgend erstelle ich dir jetzt die Checkliste, in der die wichtigsten Punkte zusammengefasst sind, um dich optimal auf einen Blackout vorzubereiten. Anmerken möchte ich, selbst wenn der Blackout vorüber ist, wird es Monate oder gar Jahre dauern, um die Versorgung mit Nahrung und anderen Gütern wiederherstellen zu können. Deine Checkliste: Verbandskasten und wenn möglich ein aktueller Erste-Hilfe-Kurs. Persönliche Medikamente für mindestens 4 Wochen vorhalten und Klärung mit deinem Arzt, wie im Notfall vorgegangen werden kann. Genau dasselbe mit deinem Tierarzt. Besorge dir Medikamente. Denke auch an Notfallmedikamente wie Schmerzmittel, Blutgerinne, Kreislaufstabilisator, Pflaster, Desinfektionsmittel, Wundcreme, Fieberthermometer und Antiallergikum. Wenn du eine Sehschwäche hast, dann überprüfe deine Hilfsmittel wie Brille, Ersatzlinsen etc. Und wenn du eine Hörschwäche hast, dann überprüfe, ob dein Hörgerät in Ordnung ist. Wenn nicht, lass es in Ordnung bringen. Lege eine Alarmierung fest, weil die Telekommunikation nicht funktionieren wird. Zum Beispiel besorge dir ein Funkgerät. Gib auch deinen Menschen in der Umgebung ein Funkgerät, wenn sie sich selbst keines besorgen möchten. Das gilt besonders für pflegebedürftige Menschen. Besorge dir einen Gasheizer bzw. Gaskocher, den du mit Propangas betreiben kannst, und die entsprechenden Gasflaschen dazu. Petroleum und eine Lampe dazu sind wichtig, sowie Kerzen, Streichhölzer oder Feuerzeuge und Taschenlampen mit neuen Batterien. Halte Bargeld vor und/oder Tauschmittel wie Zigaretten, Alkohol oder andere haltbare Güter. Das wird dein Zahlungsmittel sein und es verdirbt nicht. Besorge dir Decken, um dich zu wärmen, und lege deine Wintersachen griffbereit, Mütze, Schal etc., dass du nicht in den Keller rennen musst, wenn es dunkel ist. Halte jetzt Ausschau nach einer Wasserquelle und besorge dir Lebensmittel, echte Kanister, um das Wasser darin zu bunkern, wenn der Blackout eintritt. Hast du einen Bach oder Fluss in der Nähe, dann besorge dir einen Wasserfilter oder Filtertabletten, also Wasserdesinfektionstabletten. Dann kannst du dieses Wasser bedenkenlos trinken. Ebenso wichtig sind Kanister für Benzin oder Diesel. Es ist laut Regierung 1 Liter Benzin bzw. Diesel als Reserve erlaubt, zu Hause zu bunkern. Ob du dich daran hältst, will ich dir nicht vorschreiben. Vielleicht hast du Großtiere, die nur mit dem Auto erreichbar sind und deren Versorgung gesichert sein muss. Halte so viel Sprit vor, wie du für 4 Wochen brauchst, um wichtige Aufgaben zu erfüllen. Kannst du die Stelle mit dem Rad erreichen, dann besorge dir jetzt ein einfaches, leichtes Fahrrad. Zur Nahrung: Haltbar sind Müsli, Knäckebrot, Haferflocken, ungesalzene Nüsse,
Brot in der Dose, Dosensuppen, Tütensuppen, Kekse, Gemüse und Obst im Glas, Baby- und Tiernahrung. Zur Hygiene. Du brauchst Haushalts- und Klopapier, auch feuchtes, Müllbeutel, ein Trocken-WC, Kondome, die Pille, Seife und Zahncreme, Damenbinden. Zur Kommunikation. Mindestens 2 Funkgeräte, Batterien, Akkus, Powerbank solarbetrieben, Satellitentelefon, wenn du kannst, weil das sehr teuer ist. Zur Sicherheit besorge dir einen Feuerlöscher A oder B, einen Rauchmelder, Löschdecken, Eimer und verfügbaren Wasservorrat und eine Kübelspritze. Unterlagen, die du für den Ernstfall zusammenstellen solltest. Versicherungsunterlagen, den Kfz-Brief, dein Stammbuch, deinen Ausweis, Reisepass, Führerschein, Zeugnisse und Kreditkarten. Fotografiere alles ab und halte sie digital auf deinem Handy fest. Die Originale hältst du in einer griffbereiten Tasche. Das brauchst du, wenn du evakuiert werden musst oder flüchten. In der Vorbereitung bitte nicht zu vergessen, Absprachen mit Familienangehörigen, Freunden, Ärzten, dem THW etc., wo man sich im äußersten Notfall trifft. Eine Anlaufstelle vereinbaren, wenn irgendetwas eintritt, wenn der Ernstfall für dich eintritt. Sprich mit deiner Gemeinde. Frage nach, was sie für ihre Bürger im Hinblick auf eine Notfallversorgung getan haben und ob sie die Anlaufstelle sein könnten. Schau, ob dein Ort über einen Rettungsplan verfügt. Weise deine Verwandten und Freunde auf einen Blackout hin und bitte sie, auch vorzusorgen. Wenn du auf taube Ohren stößt, dann versuche für sie mit vorzusorgen. Es wird später keinen Ausweg geben, um zu überleben. Verfalle nicht in Panik, wenn plötzlich der Strom ausfällt, sondern eruiere zuerst, ob es an deiner Leitung liegt. Dazu schaust du, ob die Nachbarn Strom haben. Rufe eine Person oder ein Amt an, welches mehrere hundert Kilometer entfernt von dir ist und schaue, ob du durchkommst. Wenn das so ist, dann handelt es sich nicht um einen Blackout, sondern um einen vorübergehenden Stromausfall. Dein Smartphone kann sogar im Blackout möglicherweise noch ein paar Minuten funktionieren. Das Festnetz dagegen ist sofort tot, weil kein Strom mehr fließt. Für Frauen ganz wichtig, wenn du schwanger bist, suche dir jetzt eine Hebamme oder eine Geburtshelferin und frage sie, ob sie ein Funkgerät hat, dass du sie erreichen kannst. Wenn das nicht so ist, dann nimm eine Person mit, die dich im Ernstfall entbindet. Sie muss wissen, wie sie vorgehen kann und wo sie bei Komplikationen Hilfe holen kann. Wenn du zu all dem tiefergehende Informationen möchtest, dann informiere dich gern auf dem YouTube-Kanal von Robert Jungnischke. Der Kanal heißt Blackout Vorsorge für KMUs, Kommunen und Privat. Auch diesen Kanal verlinke ich dir in der Videobeschreibung. Abschließend möchte ich dich noch darauf hinweisen, dich mit Druckbüchern einzudecken, weil online für eine lange Zeit nichts mehr möglich sein wird. Alles, was dich interessiert, solltest du lesen können, wenn du es jetzt bestellst. Ich persönlich werde dir auch meine Druckbücher ab dem 15.08.2022 reduziert zum Kauf anbieten. Meine lieben Zuschauer, wir werden da durchgehen und gestärkt hervortreten. Davon bin ich überzeugt. Vergesst bitte unsere Tiere nicht und sorgt auch bitte für die mit, die andere nicht mehr versorgen können oder wollen, weil so etwas passiert in Katastrophen immer. Ich bitte euch im Namen aller Tiere, im Ernstfall für sie mit zu sorgen. Bis zum nächsten Video, eure Angie.